Ja, Leute, hier bin ich live auf der Deutschen Meisterschaft. Und natürlich, ich hab's versprochen, ihr habt mein Deck gewählt. Ich spiele das, was ihr wählt. Und ihr habt gewählt Jubel, Leute. Ja, Jubel ist es geworden. Ich sag mal so, das Deck ist sehr spaßig, macht wirklich Spaß. Und ich mochte die Challenge halt, mal ein anderes Deck zu spielen. Ich muss sagen, hätte ich nicht Jubel genommen, wäre ich auf diesen Event entweder mit Snake Eye purer Variante reingegangen oder mit Tempi Dragon. Aber, naja. Ich hatte keine Wahl, ihr hattet die Wahl und ihr habt euch für Jubel entschieden. Und jetzt gehen wir mal hier ganz langsam und Stück für Stück ein, was ich hier gemacht habe und warum. Denn ich sag mal so, die Liste ist nicht typisch, würde ich zumindest behaupten. Wir fangen erstmal an mit den Standard, da gibt es glaube ich keine Widerrede. Samsara Lotus natürlich dreimal, beste Shatterkarte. Verliert gegen Ash, ist natürlich Minus, verstehe ich. Aber ja, ich meine, das ist so. Und wir stellen hier nochmal den Fokus fest, bevor sich wieder jemand schwert. So, also Pflicht, Muss. Dann, beste Karte überhaupt. Die ist so gut, dass man sie sogar manchmal in Unchained spielt. Also von daher, beste Karte überhaupt. Ganz krass. Jetzt kommen wir schon zuerst zur Besonderheit. Jubel Package. Das sind meine Jubel. Geist, natürlich. Ne? Muss rein. Zweimal nur. Nicht dreimal. Ich verstehe den Gedanken, dass man diese Karte dreimal spielen will, weil gegen Tempi Dragon in der Battle Phase Gold wert. Einfach geil. Und wenn der Gegner sie nicht richtig liest oder so, perfekt. Also das ist sowieso so ein Ding. Randdeck, niemand liest seine Karten. Super geil. Also, auf drei theoretisch möglich. Aber das Ding ist natürlich folgendes, du willst nicht bricken. Das Deck hat Brick-Potenzial, es ist ein schlechteres Combo-Deck. Wir können es auch Snake Eye einfach spielen, of course, aber wir wollen Jubel spielen. Dementsprechend natürlich Spirit auf 2, weil wir wollen eigentlich maximal eine ziehen. Eine ist schon eigentlich, wir wollen gar keine ziehen. Aber eine ist okay, 2 halt kompletter Müll. Und was man natürlich bedenken muss, ist, man braucht eine zweite. Also auf 1 Karten macht gar keinen Sinn, weil es passiert öfter mal, dass du halt nochmal Lotus nutzt und dann nochmal rein willst. Also 2 ist Pflicht, 3 aus meiner Sicht ein bisschen zu viel. Was auch zu viel ist, ist Jubel. Nein, ich würde sie am liebsten cutten, aber man muss sie hier spielen. Das Deck heißt Jubel, ist der absolute Brick natürlich. Ja, ich weiß, es werden einige sagen, wir kommen gleich zu, ja, man könnte ja mit Gate wiederholen, bliblablub. Ja, ist mir schon klar, aber es ist an sich erstmal ein Brick. Die Karte alleine macht gar nichts und macht nichts. Terraconate ist eine Karte, die man eigentlich auch spielen würde. Spiele ich nicht. Warum das denn nicht? Naja, ganz einfach. Die Karte ist nur gut in Kombination mit dem Field Spell. Hast du mal Field Spell? Nein. Wenn du Field Spell hast, ist gut? Ja. Aber das Problem natürlich ist wieder, wenn du sie ziehst und sogar Field Spell hast, tot. Wenn du sie so ziehst, tot. Wir wollen die toten Karten reduzieren, weil wir wollen spielen. Wir wollen spielen, weil wenn wir nicht spielen können, haben wir automatisch verloren. Wenn wir spielen können und Gantrapped werden, haben wir auch verloren. Wenn wir aber durch ein oder vielleicht zwei Handtraps spielen können, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Und dieses Deck, man glaubt es kaum, kann durch Handtraps spielen. Meist durch eine, durch zwei muss schon die absolute krasse Hand sein. Das ist dann schon schwierig. Aber durch eine kann man schaffen. Aber natürlich, wenn du nur Lotus in der Hand hast, nochmal ist noch ein Effekt. Ash ist natürlich Pass, ist natürlich klar. Also das weiß ja jeder. Aber, wie gesagt, wenn man genug Extender spielt, kommen wir zu, dann ist das möglich. Zum Beispiel die Beinkarte. Da kannst du um die Ash drum herum spielen. Spielt übrigens nicht um Bistils rum. Kleiner Spoiler, hab öfter gegen Bistils erst hier. Aber naja, ich meine, es ist wie es ist. So, weiter geht's. Dann dreimal Beast. Ich habe in der vorigen Version die Karte theoretisch nur auf 2 gespielt. Und ja, die Karte ist gut. Gute Normal Summon. Wir haben noch eine Normal Summon. 6 Normal Summon. Man sagt so 5, 6 Normal Summon ist okay. 5 mag ich cleaner. Aber das Ding ist, ich habe es gerade erzählt, man will durch Handtrap spielen können. Erste Karte, die einen hilft, das zu tun. Bedeutet also, wir wollen sie sehen. Wir wollen eine Kombination aus eben den Extendern sehen. Dementsprechend auf 3. Wie gesagt, ne, ist eigentlich Pflicht. Weiter geht's natürlich dann. 3 Gates. Als ich eine kurze Variante mit 2 gespielt habe, 3 Gates ist Pflicht. Folgende Gründe. Erstens, du kannst für Tor abwerfen, was halt gut ist, und Tor wieder adden. Heißt, du hast einfach kein Minus gemacht. Und des Weiteren natürlich, diese Karte ist ein Follow-up. Diese Karte follow-up alles. Die revived quasi alles in deinem Deck, was einfach strong ist. Also das ist natürlich Nonplusultra, beste Karte mit dem Deck. Und dann natürlich Monster, Shavara, Best Story, Grüße gehen raus in Trinity. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Aber ja, muss man natürlich spielen, weil Unchained Package ist drin. Und Unchained ist natürlich busted. So, jetzt geht's weiter. Soweit, relativ simpel. Terraconate ohne ist vielleicht ein bisschen besonders. Aber wie gesagt, die Karte macht nur was, wenn du die Field Spell hast. Und dann auch nur, wenn du spielen kannst. In der Hand ist sie tot. Tot, toter am totesten. Und wenn du sie mit Field Spell ziehst, ist sogar die Kombo mit Field Spell tot. Also willst du Bricks reduzieren. So, Bricks reduzieren. Wir wollen mehr Starter. Piri-Reis-Karte oder Map. Absolut gute Karte. Er erlaubt uns einfach, jede Karte quasi im Deck zu suchen. Problem ist, du zahlst sie auf deine Lebenspunkte. Theoretisch wäre das ein Topf des Wohlstandes. Aber Leute, wir wissen, Topf des Wohlstandes
Verbannt Karten aus dem Extra-Deck und das Extra-Deck ist tight. Tight, also komplett tight. Also wir haben gar keinen Platz. Ich will da nichts rausnehmen. Zahlt die Hälfte der Lebenspunkte. Tut weh. Safe. Aber wenn du die Combo relativ gut kannst und relativ schnell runterspielst, dann kommst du von dir aus nicht schnell ins Timeout. Ist okay. Kannst auch raus sein. Hast dann weniger Starter. Finde ich natürlich auch schade. Aber musst du spielen. Und die 4000 Lebenspunkte waren für mich jetzt natürlich nicht relevant. Weiterer Starter. One for one. Ja, wir spielen gar nicht so viele Monster, können aber mit Gate auch uns den suchen, können dann halt normal mit den Lotus und das hat schon gut. Also von daher, one for one ist okay. Zeitet man aber raus, weil wenn geasht wird, tut auch anders weh. Dann natürlich dreimal Thron, auch nichts sagen, ne? Beste Karte im Deck. Viermal Thron, beste Karte im Deck. Von daher muss sein. So, jetzt kommen wir wieder zu den Jubel-Karten und auch da, wir wollen spielen. Wir wollen spielen können und wenn wir nicht spielen, haben wir verloren. Also, Chronicle Schmerzeimer. Schmerzeimer spielen wenige, meistens spielen zwei oder sogar drei. Problem ist, mehrfaches Schmerz ist schmerzhaft. Wir wollen nicht mehrfach ran. Eine reicht vollkommen, die ist suchbar, also reicht eigentlich eins. Auf zwei kann man sie noch machen, aber ja, weiß nicht. Das Ding ist, wenn die Karte geoutet wird, also auf dem Feld, dann ist dein Feld eh komplett gone. Das Einzige, was du höchstens vielleicht noch hast, weil sie dann Schmerz schießen, dass du halt eben noch Gate hast. Mit Gate gegen ein Board mit Appaloosa oder ähnliches bist du eh raus. Also die Strategie des Decks ist, du spielst, dass du überhaupt spielen kannst, ist Sinn. Und dann halt eben gewinnst damit. Also das heißt, du hältst den Gegner komplett auf, der Gegner geht ab, du OTK-st ihn. Das ist die Strategie. Und ja, Yubel kann OTK. Dann einmal natürlich Chamber. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, die andere Trap spielen zu wollen. Chamber ist die beste Trap, weil sie auch um Dark Ruler, Droplet und so drumherum spielt. Indem wir Rage halt in den Friedhof senden und nicht auf dem Feld lassen. Super gut. Kam einfach zu gut. Ja, also Chamber ist Pflicht. So, dann etwas, was man nicht immer spielt. Fenrir und Planet. Warum Planet? Wir spielen Terraforming. Wenn du Albtraum schon hast, kannst du mit Landform sie holen. Super solide. Fenrirs auch super solide. Erstmal natürlich eine Breaker-Karte, aber deswegen spielen wir sie gar nicht. Sondern sie macht unser Board A besser, ist ein Extender mehr, weil einfach ein Buddy ist, den du weglinken kannst. Und zusätzlich, wenn du in den seltenen Fällen zum Beispiel, wenn du hier drauf geimpft wirst, bist du tot in den meisten Fällen. Wenn du aber Fenrir hast plus ihn, gehst du Mudcracker, Mudcracker, holt wieder, kannst den Normal-Effekt nutzen. Also zum weiteren Normalbeschwören. Ja, wir sind in Fiend gelockt, aber auch hier wieder besser spielen als passen. Also ist halt immer besser, Leute. Ist ja irgendwie klar, logisch, ne? Also, Fenrirs Idee. Ich muss sagen, die klebten mir an der Hand. Ich hatte so oft zwei in der Hand. Ich hatte auch das schon in der Hand auf dem Turnier. Ich weiß nicht warum, die klebten mir in der Hand. Genauso wie Best Doggy. Best Doggy Shavara klebte mir auch ständig in der Hand. So, warum? Also wirklich, warum? Also, das dazu. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, jetzt haben wir den Core. Der Core steht, man kann jetzt die noch cutten, theoretisch okay, aber das ist der Core. Ne? Ist, glaube ich, logisch, dass man das versteht. Das ist der Core, das spielt man so, fertig. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Wir haben nicht so viel Platz wie Non-Engine, zumindest nicht so viel wie Snake Eye. Snake Eye ist das beste Deck in diesem Format und natürlich musst du dagegen gewinnen können. Dieses Deck hat ein okayes Matchup gegen dieses Deck, aber natürlich hat es ein besseres Matchup, wenn du vor den Going Second gegen das Deck ankommst. Dementsprechend habe ich mein Deck vollkommen darauf aufgebaut, Snake Eye zu zerstören. Die Idee dieses Decks ist, Snake Eye zu zerstören. Und das schaffst du nicht, wenn du Handtraps. Das schaffst du nicht. Die haben genauso viele Handtraps, die Handtrappen dich todes. Und du kannst nicht spielen. Bedeutet also, wir müssen was anderes finden. Handtraps, du verlierst die Schlacht gegen eben Snake Eye. Snake Eye hat so viele One-Card-Kombos. Wir haben eine One-Card-Kombo. Das war es dann ungefähr. Also sobald wir halt mit Ungeheuer können wir zwar in die Unchained-Engine gehen, aber ja, das ist dann auch mehr halt eben nicht. Heißt also auf Deutsch, es bringt nichts. Problem ist, für die deutsche Meisterschaft, im Nachhinein bereue ich es vielleicht ein bisschen, dass ich mich für diese Variante gerade entschieden habe, weil eben sehr viel Rook da war. Natürlich, Snake Eye, super gutes Deck. Aber ich habe gegen keins in 10 Runden gespielt. Was soll ich sagen? 10 Runden kein Snake Eye. Also der Plan, gegen Snake Eye zu spielen, ist nicht so gut. Ich habe noch ein paar Public Events gespielt. Und da habe ich gegen Snake Eye gespielt und habe Snake Eye zerstört. Also es funktioniert, aber ja, wenn man nicht gegen Snake Eye spielt, schwierig. Und deswegen, wir spielen Breaker-Variante. Wir spielen Überläufer, Snatch, Mind Controls, diese Klaus-Bells. Nehmen die Appaloosa, wenn Appaloosa stellt, oder nehmen irgendwas raus. Und das natürlich extrem krass. Und ja, dann bringen die Hände des Gegners auch nicht. Heißt, das nehmen, wir können durchspielen. Weiter geht's. Natürlich, wie kann man noch weiter durchspielen? Tacticals, 2 Stück zum Durchspielen. Natürlich. Und noch weiter, wir müssen durchspielen. Natürlich Stoß der 3 Taktiken.
muss der Gegner auch eben. Da können wir holen, können wir holen, können wir holen. Also wir können halt eben, können wir holen. Kann man natürlich durchziehen. Und das ist gut. Jetzt seht ihr, ja, waren wir nur zwei. Ja, falls wir going second gehen, spielen wir noch das eine Evilly Match Main. Evilly Match kam auch sehr gut am Wochenende. Das ist das, die Breaker-Varianten. Und dann habe ich mich noch entschieden, statt eben auch den Talents, die Rivalität zu spielen. Wie gesagt, Snake Eye weint. Und das war so ein bisschen der Plan. Wie gesagt, nachhinein, wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lassen könnte und wüsste, dass ich gegen so viel Rook spiele, hätte ich das natürlich mit Handtraps ausgefüllt. Mit Ash, mit Wailer, mit Imp und mit Mourners. Aber was soll ich machen, ne? Ich habe mich dafür entschieden. Commitment wurde bereut. Weiter geht's. Dann fangen wir erstmal an mit dem Monster, was euch immer als erstes beschwört. Und zwar Yama. Und zwar nicht ein Yama, sondern zwei Yama. Warum zwei? Ich habe früher auch nur einen gespielt. Klar, First Turn, fair, machst du nur einen, logisch irgendwie. Und dann fertig. So, dann aber, nächsten Zug, musst du den Gegner ja töten im Optimalfall. Er macht so vieles leichter und gibt uns einfach Grind-Game. Von daher, zwei habe ich so oft gerufen, war kein Fehler, sie zweimal zu spielen. Dann als Einstein-Package natürlich, den Link 3er, den du brauchst auch zum Otikan. Dann natürlich Rage fürs First-Turn-Board, auch sehr gut natürlich. Und dann haben wir noch, Scheußlichkeit. Scheußlichkeit hätte man cutten können, kam aber okay. Also von daher, ja, das ist halt das Package. Der ist Flex-Spot von mir aus, aber Jubel spielt man eh anders, wenn die neuen Karten rauskommen. Dann geht's weiter hier. Und zwar natürlich die wunderschönen Karten, die du eh auch brauchst. Almirage, falls du eben Wailer oder Permanence eben auf deine Monster bekommst, also auf deinen Beckoning Beast, dann kannst du halt das machen. Kannst, wenn du Gate hast, noch holen. Das ist super gut. Brauchst du Pflichtveranstaltung. Pflichtveranstaltung, wie du das macht das Deck unglaublich stark. Access Code Pflicht für ein OTK. Espionage Knight Pflicht für Rage, also musst du spielen. Appaloosa, um Nibiru-proof zu sein, musst du spielen. Wenn du mehr Extender hast, ist das durchaus möglich. Mudcracker, ich habe schon erklärt, gerade mit Fenrir, also passt auch. Und jetzt haben wir vier Karten, wo du sagen kannst, okay, spiel was du willst so ungefähr. Ich habe mich gegen die Superpoly-Variante entschieden, weil Superpoly gerade nicht so gut ist in der Meta. Es macht keinen Sinn, also von daher auch keine Superpoly drin. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Platz. Was aber absolut broken ist, ist Prinzessin. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja, Diggi, wie rufst du denn eigentlich hier die Prinzessin aufs Feld? Naja, Prinzessin ist rufbar eben mit einfach zwei Effektmonstern und du kannst Shavara wiederholen, sie weglinken und dann in Heater gehen. Heater ist da, kannst einen Pop machen, also in der Combo hast du Pop plus noch den Feld, sehr gut. Und ein weiteres Feuerlink-Monster, was wichtig ist, weil du dich halt lockst hier drin, das ist natürlich blöd, aber er ist perfekt, er ist Unterwelt auf Feuer. Hol dich aus dem Lock raus, hol dich aus dem Shavara-Lock raus, schießt was. Ey, super solide Karte, da brauche ich drüber reden. Und die letzte Karte, und ja, die bereue ich vielleicht, dass ich die spiele. Djinnbrecher ist streng genommen eine ultra gute Karte, aber theoretisch. Ich habe sie im Main Event gar nicht gemacht. Ich habe sie fairerweise gemacht im Public Event. Da ist sie okay gekommen, also habe ich sie einmal gerufen. Man könnte auch noch eine Timeout-Karte spielen, theoretisch oder so. Also man kann zum Beispiel Gustav Max spielen, hier die Kanone ist für 2000 Burn. Hilft dir für Timeout in der Theorie, wenn es dann doch mal ein langes Duell wird. Aber generell, die Duelle dauern nie lange. Ich war ein einziges Mal in 10 Runden in Timeout. Also ich bin jetzt nicht so der Timeout-Gänger. Von daher bereue ich es jetzt nicht, dass ich nicht spielen. Aber gerade die Kanone mit 2000 Burn hilft dir noch besser zu OTK'en. Du gehst einfach an zwei Level 8er, jetzt selber 3000, sind schon 5000 Schaden. Das heißt, du brauchst so irgendwie 3000 Schaden. Ist schon relativ gut. Also, die kann man auch wirklich spielen für den OTK. Von daher, sehr, sehr gut. Ja, okay, Spielmarken sind jetzt nicht relevant. Side-Deck. Backrow für nervige Backrow-Decks, aber allgemein natürlich flexible Karten. Dann, jetzt kommt's. Tacticals gegen Snake Eye. Called by gegen Snake Eye. Weiter geht's natürlich. Gegen Snake Eye. Und ja, das sind die Karten, die ich halt gegen Snake Eye mache. Wenn das Besondere ist einfach, dass ich gegen Snake Eye going second gehe. Ja, Leute. Wenn ich verloren habe oder natürlich er gewonnen hat, ich gehe going second blind, um halt das zu breakern. Die Idee ist, zwei Boardbreaker gleich game. Das Feld weg plus Full Combo. Super gut. Wie gesagt, klappt super. Also die Idee dahinter klappt auf jeden Fall. Kann man natürlich gut machen. So, dann brauchen wir noch was gegen andere Karten. Diddy Crow. Grüße gehen raus an Julio. Denn ja, ich wollte erst Büsti jetzt spielen. Julio hat gesagt, ey komm, spiel Diddy Crow. Und ich bin ehrlich, Diddy Crow kommt super. Büsti jetzt wäre natürlich auch gut gekommen, aber Crow covert einfach mehr ab. Wir haben noch viel mehr Möglichkeiten damit zu haben, auch zum Beispiel Pearly oder ähnliches zu nerven, aber auch allgemein andere Karten und vor allen Dingen eben nicht nur Dark oder Light Monster. Klar, ne, Dark und Light covert schon viel ab, auch viel Rook ab, aber Diddy Crow bereue ich nicht. Super gute Karte, kam auch sehr gut. Dann
Ja, brauche ich drüber reden. Ne? Super gute Karte, Turn Skip, perfekt, brauche ich drüber reden. Vor allem natürlich durch Trust setzbar, ne? Ist komplett dumm. Und dann verbotener Tropfen. Ja, ich weiß es nicht, man hätte eine andere Karte spielen können, fand sie trotzdem gut. Ist eine weitere Interruption und hilft gegen das schlechteste Matchup dieses Decks, gegen Branded, um halt eben die Gegner aufzuhalten. Gegen Branded haben wir jetzt Diddy Crows, wie gesagt, funktioniert gut. Called by Droplets. Mit 6er Karte. I mean, ist das okay. Es ist okay so. Ne? Ich habe einmal gegen Brand gespielt, wurde nicht Marionettenlockt. Von daher, ja, also I mean, it is okay. So, jetzt zu guter Letzt natürlich, wenn ihr das Deck gesehen habt, ihr habt die Theorie gesehen, aber was macht Jubel eigentlich? Ist Jubel schlecht? Und naja, Jubel kann ein ordentliches Wort legen. Und das zeigen wir nämlich. Also zunächst einmal, Lotus selber ist natürlich nicht so krass. Das ist natürlich klar, ist ja auch nicht voll Combo. Aber fangen wir an, Lotus-Effekt. Holt uns natürlich wieder Spirit, Spirit holt uns Schmerz, Schmerzeffekt, zerstört dann eben hier unseren Geist. Dann holen wir uns damit automatisch hier unseren Gräber, der holt Jubel. Ihr merkt, man muss die Kombo schon ein bisschen lernen und ein bisschen schneller machen, weil sonst kommt der wirklich doch ins Timeout. So, dann Spezialbeschwören das Ganze, gehen hier rein und können jetzt hier unseren Yama geben. Yama-Effekt, Yama holt Best Doggy Shavara. Hey Trinity, ne, was hast du mit mir getan? So, soweit so gut, dann Effekt. Wir spezialbeschwören in diesem Fall Spirit, Shavara, Pop, spezialbeschwören. Können mit den beiden dann into Rage gehen, vorher Shavara, nicht vergessen. Chamber. Und dann gehen wir mit den beiden in eine Apo. Und das dann mit zwei Countern. Und das dann unser erstes Board, was wir eben mit einer One-Card-Combo haben, ohne irgendwelchen Extendern, irgendwelchen Startern oder ähnliches. Wir haben eben zwei Negates, was nett ist. Wir haben zusätzlich einen Chamber, die uns das holt. Natürlich dann mit Raserei gehen wir dann in unsere kleine Ritterin. Kleine Ritterin sind nochmal zwei Interruption. Und dann, falls die Apo im Kampf zerstört wird, haben wir einen Effekt von Yama, können ihn verbannen, können noch Jubel holen oder als Spirit, je nachdem, was du lieber möchtest. Und können dann durch Schmerz auch noch was protecten bzw. Schaden austeilen. Heißt, ist ganz solide für eine Karte, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das Ganze ist eben nur One-Card-Combo. Jetzt natürlich, wie gesagt, kommen wir eigentlich zu der Thron-Variante. Und das geht eigentlich nur, wenn man Tarot Grenade spielt. Das kommt ja zum Beispiel. Wir aktivieren Thron, Thron-Effekt, gehen dann wieder rein. Wir machen alles quasi erstmal genau so. Thron, kommt Spirit, Spirit-Effekt, holt uns wieder Pain, Pain-Schuss. So, und jetzt kommt eigentlich Thrones-Effekt und Jubels-Effekt. Achso, durch Dings holen wir uns natürlich ihn. Ne? Jetzt kommt eigentlich Thron und Dings-Effekt. Dann spezialbeschwören wir die, spezialbestehen. Ihn haben drei Monster. Jetzt, da ich den Terror Grenade nicht spiele, habe ich nicht diese Möglichkeit. Bedeutet, wir sind hier in diesem Punkt in einer schlechteren Combo. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, wir haben genug Möglichkeiten. Wir haben die Fenriers. Wir haben, wie gesagt, also ne Leute, wir spielen genug Möglichkeiten mehr zu machen. Dann heißt, wenn wir dann irgendwie ein Buddy mehr haben, wie gesagt, kommt genug vor, garantiert. Wir brauchen nur zwei Engine-Karten. Dann können wir hier wie folgt weitermachen. Wir können mit den beiden wieder in hin und wieder Effekt machen, unseren Best Doggy suchen. Haben wir den ebenfalls hier auf der Hand. Jetzt aber in diesem Fall gehen wir eben nicht, machen wir nämlich jetzt weiter. Jetzt haben wir den Extender hier. Jetzt können wir nämlich mit den beiden dann in unseren Rage gehen in diesem Fall. So, jetzt haben wir natürlich den Effekt, können ihn speziell beschwören vom Friedhof. Haben ihn verbannt, können ihn speziell beschwören. Jetzt können wir aber wieder Shavara nutzen, zerstören ihn und jetzt kommt's. Können wir beide Effekte triggern. Yama kann sich wieder verbannen und dann können wir beide Jubels wieder aufs Feld holen. Heißt, wir haben zwei weitere Jubels auf dem Feld. Jetzt können wir weitermachen, können hier reingehen und können jetzt eben hier in unsere Prinzessin gehen, die eine zusätzliche Interruption ist, wie gesagt. Holt Shavara wieder, dann mit den beiden linken wir und dann gehen wir mit den beiden dann eben in Heater, mit den beiden gehen wir dann in Viudras und natürlich, wie gesagt, Shavara, Trap nicht vergessen. Und dann haben wir Folgendes, wir haben einen Princess Pop, wir haben Zerstörung, wir haben halt dann wie natürlich Rage, wo ist denn jetzt meine IP hier hin, in der wir da in eine IP gehen können. Fertig ist das Ganze und ist natürlich deutlich stärker. Der Vorteil ist, meist bleibt er liegen. Wenn nicht, können wir noch eine Karte zerstören. Bedeutet, der Gegner kann wirklich nicht viel machen. Wenn wir dann noch Gate als Follow-up haben, dann rockt das Ganze. Weil wir können wir Geist holen, Albtraum, können uns wieder den hier holen aus dem Deck. Und können dann halt weiter kommen und dann halt OTK drücken. Sollte das Ganze aber noch anders laufen, können wir das Ganze natürlich noch anders machen. Denn wir gehen hier zurück zu den Ganzen. Wenn wir nämlich jetzt hier in der Spielsituation sind, warte, wo war das Ganze? So, zerstört, zerstört.
Wo war es denn jetzt? Und zwar, wenn wir wieder in den Punkt sind, wo wir eben drei Monster haben. Drei, so. Wenn wir jetzt einen Extender mehr haben sollten, also nicht drei, sondern noch einen weiteren Extender, dann macht man Folgendes. Und zwar, man geht hier rein, geht dann jetzt hier in, jetzt natürlich alles hier im Friedhof, ne? Also wenn man das jetzt ganz, nochmal richtig, alles weg, außer Lotus. Also wir sind wieder in dieser Situation, soweit, so gut. Haben jetzt aber noch einen Extender mehr. Wichtig, ein Extender mehr, gleich mehr Power. So, soweit, so gut. So, jetzt haben wir das Startfeld hier, jetzt haben wir auch Geist, so. So haben wir das. Wenn wir jetzt einen Extender mehr haben, wie läuft es weiter? Also das war, eben das Board habt ihr gesehen, nicht Steiner-Kombo, sondern ein Extender. Jetzt mit einem Extender nochmal mehr. Wir gehen wieder, natürlich, in Yama. Yama-Effekt holt uns, wie gesagt, Best Doggy Shavara. Ah, Leute. Dann discarden wir irgendeine Handkarte, können ein weiteres Monster holen. Jetzt könnte Nibiru kommen, ist uns aber egal. Wir gehen jetzt hier rein und gehen jetzt in unsere Appaloosa. In diesem Fall für drei und das ist schon eine Menge. Drei ist natürlich eine hohe Zahl, die nett ist. So, jetzt machen wir weiter. Wir haben Shavara in der Hand. Jetzt ist der Effekt von unserem Wirbel, können Geist wiederholen. Jetzt aktivieren wir wieder Shavara, zerschießen und können jetzt wieder dank Yama zwei Monster holen. So, zwei weitere Monster geholt. Apo liegt da immer noch. Denkt dran. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir die beiden hier, können wir eben weglinken und können dann eben hier in Raserei gehen, dürfen uns wieder den Trap suchen, setzen besser gesagt, haben die Trap und jetzt geben wir quasi ab. In der Endphase kommt dann hier unser Lotus. Wir opfern unsere Raserei vom Feld, damit sie im Friedhof ist. Und jetzt haben wir den vollen Vorteil. Wir verlieren ihn nicht gegen Dracula, nicht gegen Droplet oder ähnliches, was sehr gut ist, weil sie halt vom Friedhof kommt. Trotzdem haben wir die eben Kauen zum Negaten und, was viele nicht vergessen dürfen, Albtraum, Schmerz und Jubel. Bedeutet, dein Gegner kann nicht sagen, einfach Battleface, ich renne über die Appaloosa drüber, das war's dann. Nein, nein, nein. Sondern es ist wirklich so, dass eben man da eine gute Protection hat und hier eben noch eine weitere Zerstörung hat. Und ja, hier ist es natürlich ein bisschen schade, dass wenn sie zerstört wird, Terracanate nicht kommt. Verstehe ich, fair, aber it is what it is. Du willst spielen und nicht spielen können. So, und dann allerbestes Endboard. Leute, wir müssen natürlich noch einmal flexen. Noch einen weiteren Extender ist natürlich die Möglichkeit. Wir können eine Apo mit Virutas, mit ihr und Princess im Friedhof spielen. Bedeutet, das ist bestes Endboard. Wir haben halt die Möglichkeit, Trap zu ihnen, mit ihnen, wie gesagt, in die kleine Ritterin, und zwei Interruption, Princess, eine weitere Interruption, Negate plus Schuss, weitere Interruption, dreimal Omni-Negate, nicht Omni-Negate, das wäre schön, dreimal Monster-Effekt-Negate, plus Follow-up des Jahrhunderts. Also Follow-up ist immer da, das ist der Vorteil. Selbst wenn das komplette Feld gebrochen wird, dann hast du den Follow-up. Und der Vorteil ist, Leute, Geistertor ist once per copy. Bedeutet, suchen, geht natürlich nur auf Aktivierung. Du kannst sie nur einmal pro Spielzug aktivieren. Aber der Revive-Effekt geht zweimal. Bedeutet, Zug 1, ihr macht Combo, sie ist auf dem Feld. Ihr seid wieder dran. Wir können wieder Tor aktivieren. Können uns noch was suchen. Wenn nicht, ist egal. Denn wir können zweimal reviven in einem Zug. Was unglaublich stark ist und natürlich auch hilft, eben unser OTK wirklich zu machen. Von daher, das Deck ist wirklich nicht schlecht. Mit neuem Support wird es noch besser. Mit dem neuen Hauptset wird es noch besser. Und dann haben wir vielleicht, je nachdem, ob Bandless und so mitspielt, ein eben Tier 1 Deck. Aber halt auch wirklich nur vielleicht, Leute. Das will ich jetzt noch nicht hier in die Zukunft sehen. Ihr seht, Deck macht sehr viel Spaß zu spielen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, sehr viele unterschiedliche Wege, Interaktion. Es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ist ein cooles Deck. Also ich finde, ist wirklich nice, hat Spaß gemacht, das zu spielen. Danke an euch, dass ihr es gewählt habt. Und vielleicht doch irgendein anderes. Vielleicht hat mir ein anderes Deck nicht so viel Spaß gemacht wie dieses hier. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Von daher, Leute, das Video geht viel zu lang. War ein tiefer Einblick. Ich habe alles erklärt. Wie gesagt, alles war gut, mit der Ausnahme, dass man vielleicht den Breaker neben Handtrap hätte spielen können. Aber I mean, it's fair. So ist das eben. Man gambelt, wenn man falsch gegambelt hat, wie ich jetzt. Passiert das halt. Aber ich mag das Deck, die Theorie-Deck. Und ich denke, einige Sachen muss man einfach spielen. Aktuell muss man Princess spielen, nach den neuen Erweiterungen ist so fair. Extra Deck ist sehr klein, also wie gesehen, kein Platz. Von daher wird das dann das Spielfeld verlassen, beziehungsweise halt nicht mehr im Deck sein. Wir haben eben auch die neue Fusion, die natürlich absolut gestört ist, die einfach automatisch uns auch Nip-Proofer macht, was natürlich super gut ist. Zusätzlich, also ja, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Absolut Bastard. Aber Leute, das soll es gewesen sein hier von der Deutschen Meisterschaft. Ah ja, genau, falls ihr es noch nicht wisst, der Vlog kommt ja später online. Ich bin gegangen, ja, ich habe viele Duelle verloren. Ich habe dreimal verloren, sechsmal, ich habe dreimal gewonnen, Entschuldigung, sechsmal verloren und ein Unentschieden.
ja, was willst du machen? Ja, wie gesagt, die Fenris haben in der Hand geklebt und der Doc, der war zu träumen. Der war viel zu oft in der Hand. Aber das war's von mir. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.